Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einigen Übungen, die dir bei Kniearthrose, bei Knieschmerzen helfen können. Mach so mit, wie es für dich okay ist. Das ist wichtig. Also wenn dir einmal was zu viel wird, dann ruhig mal zwischendurch so ein bisschen auslockern, Pause machen und dann wieder einsteigen. Wir beginnen, die Gelenke erstmal ein bisschen zu schmieren, indem wir uns bewegen. Das ist ganz wichtig. Auch bei Arthrose ist Bewegung ganz wichtig, dann wirst du merken, dann werden die Schmerzen auch weniger, dann fühlt sich das an, wie wenn die Gelenke etwas geschmiert werden. Und dazu komme ich so ein bisschen seitlich zu dir, rollst du deine Füße jetzt einmal ab, sodass du deine Knie nach vorne schiebst, die Arme locker mitnehmen. Brustbein heben, Atem fließen lassen. Dann wirst du etwas größer und versuchst gleich mal die Füße anzuheben, deine Knie etwas mehr zu beugen. Ganz wichtig ist auch, dass die Muskulatur rund um das Kniegelenk schön gekräftigt ist, dass sie dein Kniegelenk auch wirklich gut stabilisieren kann. Und das werden wir natürlich heute auch machen. Halte eine Seite mal oben. Ich mache spiegelverkehrt mal rechts oben halten und versuche mit deinem Fuß kleine Kreise zu beschreiben. Das Knie bleibt ganz ruhig. Wenn es jetzt zu wackelig ist, halte dich irgendwo fest. Aber denk dran, du trainierst ja hier schon dein Standbein. Es lohnt sich. Andersrum. Und nochmal wechseln, andere Seite, sehr schön. Egal welche Seite beginnt, wenn du möchtest, hältst du dich fest, aber denk dran, es lohnt sich zu trainieren. Wechsel, andersrum. Und nochmal auslockern. Bisschen ausschütteln und am Platz gehen. Ganz locker nochmal abrollen. Und jetzt nimmst du deine Knie ein bisschen nach außen. Fußspitzen nach außen. Und beginne dann einmal mit rechts nach außen zu gehen, mit links und rechts wieder nach innen. Also außen, außen, innen, innen. Vielleicht kannst du daraus etwas rhythmische Bewegung machen. Schau, dass die Knie über die Fußspitzen zeigen. Ist auch wichtig, dass unsere Hüfte mobil bleibt. Das machen wir nämlich gerade für gesunde Knie. Und die Fußgelenke. Die haben wir schon so ein bisschen mobilisiert. Stopp mal und wechsle zur anderen Seite. Außen und innen. Dein Tempo. Und beim nächsten Mal bleibst du dann mal außen in der Grätsche. Bleib hier und versuch jetzt, deine Hände entlang des Oberschenkels tief rutschen zu lassen. Also bleib aber aufrecht, deine Knie beugst du an. Gewicht nach hinten, ich zeige es dir mal seitlich. Nach hinten unten, Schultern tief, Knie nach außen und dann schiebst du dich nochmal nach oben. Genau, nochmal langsam tief, Hände gleiten. Am Oberschenkel tief bis zu den Knien und schieb dich wieder hoch. Gleich nochmal. Kräftigen auch die Oberschenkel natürlich. Und wenn
wenn du jetzt nach oben kommst, versuchst du, dich auf die Fußspitzen zu heben. Also komm hoch, streck die Knie und komm nochmal tief. Komm hoch, streck die Knie, sehr schön. Jetzt warm in den Oberschenkeln. Ups, es darf auch wackeln, so wie ich jetzt gerade. Dann trainieren wir. Halte noch einmal. Bleib dann oben, kurzen Moment. Und komm runter, entspann dich, auslockern. Sehr schön. Bleib hüftbreit geöffnet, aber locker erst nochmal so ein bisschen aus. So, dass deine Fußspitzen jetzt nach vorne zeigen. Und du setzt dich mit deinem Gesäß jetzt nach hinten ab, so dass deine Oberschenkel parallel zueinander sind und deine Hände darfst du gern vorne schließen. Komm einmal tief, Bauch spannen und verlagere nun einmal das Gewicht nach links und einmal nach rechts. Stabiles Knie, gerader Rücken, auch hier wieder immer einen kurzen Moment. Oben halten, ausbalancieren. Du merkst, wie dein Fußgelenk arbeitet, dein Oberschenkel, gerader Rücken dran denken. Bleib dann mal auf einer Seite, versuch dein Knie zu strecken. Löst die Arme. Sehr schön. Komm nochmal tief mit der anderen Seite. Tief kommen. Auf die eine Seite verlagern. Knie strecken. Und beide Füße aufstellen. Gleich nochmal. Tief. Verlagern. Strecken. Und abstellen. Tief. Verlagern. Jede Seite noch einmal. Und ab. Noch einmal. Hochdrücken und abstellen. Super. Auslockern. Du darfst jetzt mal deine Fußspitzen nach vorne zeigen lassen und ein Bein nach hinten treten lassen. Hüfte schiebt nach vorne. Spür die Dehnung in der Wade hinten. Auch die Muskeln rundherum müssen natürlich gut gedehnt sein. Versuch jetzt dein Gesäß anzuspannen und deinen unteren Teil der Hüfte hier nach vorne zu schieben. Ferse hebt ab. Spür vorne die Dehnung. Dann wieder zurückkommen, strecken und nach vorne wechseln. Andere Seite nach hinten, beide Füße nach vorne. Vorderes Knie anbeugen, bis du eine Dehnung spürst. Dann beugst du dein hinteres Knie, spannst dein Gesäß an, schiebst den unteren Rand nach vorne. Den unteren Rand vom Becken. Komm langsam noch einmal wieder zurück, locker aus. Wenn du ein Handtuch hast, dann darfst du dir das gerne um deinen Fuß hier rumwickeln und dein Handtuch fassen und nach hinten ziehen oder du kannst den Fuß fassen und drück auch hier wieder den unteren Rand vom Becken nach vorne. Halte dich ruhig irgendwo fest. Dehnung Vorderseite, Hüftbeuger. Wenn es nicht geht, wirklich ein Handtuch fassen, dann ist der Kniewinkel nicht so klein. 20 Sekunden halten und dann wechseln, andere Seite, mit oder ohne Handtuch, mit oder ohne Festhalten
Ich hoffe, dir tun die Übungen gut. Also wenn sie dir gut tun, dann wirklich öfters mal die Woche einfach einbauen oder nur eine Übung rausnehmen, wo du gemerkt hast, es ist besonders angenehm. Wenn es dir gefallen hat, dann, wir sind noch nicht am Ende. Aber wenn dir das nachher gefallen hat, gerne auf Gefällt mir drücken oder einen netten Kommentar hinterlassen, freue ich mich. Falls du mich gerne unterstützen würdest, meine Arbeit wertschätzen, freue ich mich natürlich so richtig. Kannst du unten bei mehr Ansehen mal draufklicken auf Steady, locker mal aus. Da kannst du mich mit zum Beispiel 2,50 Euro, so ein Cappuccino im Monat oder 5 Euro im Monat unterstützen, freue ich mich. Nimm mal deinen rechten Fuß und kreuz ihn jetzt, wenn es geht, mit der Außenkante und schieb deinen rechten Arm nach oben. Dann dehnen wir noch die Außenseite. Und da darfst du ganz gerne auch leicht federn, ein bisschen wippen. Nochmal lösen, andere Seite. Fuß nach vorne, Außenkante hinter, linker Arm und nochmal ganz sanft federn. Lass nochmal wieder los, komm zurück, stell dich nochmal nebeneinander auf, lass die Beine nochmal lockern, fühlt sich gut an. Dann tu ihnen jetzt nochmal was Gutes, komm tief und ganz locker mal um deine Knie rumkreisen. Das kannst du auch gut im Sitzen mal machen, ein bisschen massieren, mit flachen Händen, geraden Rücken vor allem. Dann löse nochmal, atme ein, streck dich, räkel dich jetzt nochmal, zieh dich komplett noch einmal lang. Wir hören natürlich in der aufrechten Haltung auf. Und lass wieder locker, Schultern kreisen und entspannen. Sehr schön, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Und wie gesagt, ich hoffe, deine Knie fühlen sich jetzt angenehm. Einmal trainiert natürlich an und einmal auch gedehnt an. Wenn du Lust hast, schreib mir ruhig, wie es dir so ergangen ist in dem Workout jetzt. Wenn du möchtest, geh mal unten oben auf Info, da findest du noch mehr Videos in der Art. Oder auf meinem Kanal, da findest du es auch schon ein bisschen geordnet in Playlists von Reha-Gymnastik über Senioren, über Wirbelsäulen-Gymnastik, über Bauchbeine-Po. Also einfach mal auf meinen Kanal gehen und dort unter Playlists nachschauen. Wenn du Lust auf bebilderte Übung hast, dann gehst du einfach auf meine Homepage, die steht auch unten. Da kommst du auf die Trainingscharts, die dann wirklich, wo die Übungen hier bebildert sind, die man sich auch mal aufhängen kann oder so. Oder ganz einfach, bis zum nächsten Workout hier auf YouTube.